Wow. Bitte. Wow. Über den Wolken und die Reicherin im Dirndl. Das ist kein Flatter. Alle Schau gebannt zum Tor. Aber stellt euch in der Bahn und ihr kommt herein. Die Verbandsbrille ist gute Schala. Vom Anker Wilko und der Schlüsselblume vom Winterstein. Mit ihrer Nachzucht. Vom Stüber. Und vom Amicello, alles Gold trainiert, Siegerfohlen. Salina vom Stüber stand für die Anwärterin. St. Wenzel vom Stüber, bei seinem ersten Turnier und Einsatz direkt im Reitpferd platziert durch den Zerknamen Geil. Stuhl vom Stüber, Siegerfohlen des Hartzinger-Fohlen, Champion Salina Geil. Und Arno vom Amicello, bewegungsschnellstes Fohlen seines Jahrgangs. Sind von Julia Eckler. Alle aus der Charla, diese tolle Stute vom Bewegungsvererber Anka Wilko. Dann dürfen wir Karl Gasser zu seiner Stute bitten, in die Bahn, zu seiner Charla, zu diesem tollen Familienbild, der Züchter, der verantwortlich ist für das, was wir hier in der Bahn sehen. We are family. Karl Gasser, bitte in die Bahn. Amicello, der für das beliebte erste Fohlen verantwortlich ist, des Jahrgangs 2013 aus der Schala. Alles Goldfohlen, die diese Stute brachte, diese Stute, die Karl-Gasser. Denn am 5. April feiertest du deinen 75. Geburtstag, 75 Jahre jung. Happy Birthday nachträglich! Einige Worte sollen noch in der Bahn gesagt werden zu diesem Bild, zu diesem Haflinger Schaubild. Deiner Zucht unser eigen nennen dürfen und wünschen dir für deine zukünftige Nachzucht genauso viel Erfolg. Und wir haben ein kleines Präsent für dich vorbereitet, damit du dich immer wieder gerne an deine Nachzucht aus deiner Schala erinnern kannst. Familienbild, Haflinge gezeichnet, aber we are family. Hier kommen die Jungzüchter herein und leiten ein zum Finale. Grüße unsere Akteure noch einmal, Sie, liebe Besucher, Werbezentrum anlässlich des Bonifor 2014. Von den Kleinsten, dem Caballo, Falabella bis hin zu unseren gewichtigen Kantenbüchern. Das ganze Spektrum, die Andalusier, die Dartmoor, viele andere Rassen mehr. Und sie marschieren noch einmal ein, um sich bei Ihnen, liebes Publikum, zu bedanken. Oder wir bedanken uns, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.